zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief the Dark Project Gold. Wir hocken immer noch hier unten in der Ecke und hoffen darauf, dass uns keiner entdeckt und werden jetzt gleich, nachdem ich schnell gespeichert habe, mal ganz kurz nach da oben wandern. Um zu schauen. I shall walk the path till my return to the eternal fire. Aha. Da will jemand zum Eternal Fire returnen. Das könnt ihr gerne tun, aber ohne mich. Wind blows. Ich sehe keinen. Fire burns. Earth shakes. Ach doch, da ist einer. Water flows. Mann, der wirkt etwas dezent hektisch. Aber so wie es aussieht, kommt er nicht hierher. Doch, hier kommt er auch her. Aber wenn ich ihm jetzt folge, ich glaube, das ist nämlich nur einer. Be still. Your corpse. I warn you, do not take up arms against me. I fail. What? Nein! Oh mein Gott, nein, scheiße! Oh fuck! Nein! Oh fuck, das sind mehrere. Oh nein, damit komme ich nicht klar. Scheiße. Okay, ich muss das anders versuchen. Es tut mir leid. Okay, Magier sind doch etwas härter als ich gedacht habe. He strikes as a dying wind. I am unharmed, foolish one. Oh, diese Erdmagier sind doch zum Kotzen! Ich werde sterben! Aha, okay, vergessen wir das, ich muss neu laden. Scheiße! Oh, fuck! Okay, die Erdmagier können mich mit so Ranken umschlingen und dadurch werden mir dann Leben abgezogen. Das ist echt fies. Schlingpflanzen! Böse. Das ist eine Teufelsschlinge. Okay, es sind offensichtlich also doch zwei. Aber wo ist der zweite? Der schwänzelt wohl irgendwo da hinten rum. Das ist ja wohl scheiße. Wie komme ich denn jetzt an den vorbei? Habe ich irgendwas, was ich gegen die einsetzen kann? Nicht wirklich. Ich könnte... Nee. Flashbombs hätte ich, was ich einsetzen könnte. Oder ich werde sie mit Pfeilen einfach umhauen. Es wurde ja nicht gesagt, dass ich keinen töten dürfte. Oh! Das, ups! Nein! Oh, Schwein gehabt. Ja, das ging vergleichsweise schnell. Problem ist nur, dass er halt jetzt da rumliegt und ich ihn nicht wegkriege. Oder? Kann ich dich aufheben? You have been wrong, but the eternal fire will purge all evil. Oh nein! Oh nein! Komm her, komm her. The earth will protect me. To me, an intruder has come. Nein. So, jetzt stirb doch einfach. Okay. Bevor der jetzt Hilfe holen konnte, habe ich ihn zum Glück noch ausgeschaltet. Aber es war schon knapp. Ja, blöderweise habe ich jetzt tatsächlich doch wieder... vergessen wir das einfach mit dieser Ich-will-nicht-töten-Sache. Irgendwie ist es manchmal halt doch nicht zu vermeiden. Und es macht das Spiel auch definitiv einfacher. Und es soll mir keiner erzählen, dass normale Diebe nicht auch töten würden. Ja, es ist nur die Frage, wofür habe ich das jetzt gemacht? Hier oben kann ich weiter, na klar, das ist schon mal ganz sinnig, aber... In diesem Raum hier findet sich nichts. Das heißt, ich hätte mich einfach an denen vorbeischleichen können.
möglich. Was ist das? Rope Arrow. Wahrscheinlich brauche ich den gleich auch. Richtig. Sonst komme ich hier nämlich nicht weiter. Zack. Und zack. Hui. So, wo bin ich hier? Falsch auf jeden Fall. Habe ich hier noch irgendwas, was ich... Oh. Gucken wir erstmal hier. Da könnte ich auch noch einen Pfeil ranpappen. Dann könnte ich da hinten hin. Das bringt mir aber wahrscheinlich gar nichts. Komme ich da auch so hin? Oh, Tatsache. Ich habe es geschafft. Ohne Seilpfeil. Aber, wie gesagt, für nichts. Ist egal, dann packe ich hier oben noch einen Seilpfeil ran. So, da. Dann komme ich auch gleich wieder auf die andere Seite. So. Oh! Wie komme ich denn da hin? Von oben komme ich da hin. Heißt, ich muss vermutlich hier längs. Oh! Hi! Oh! Ach, da geht's weiter, okay. Mann, 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 ich brauche aber ganz schön viele Seilpfeile. Komm, komm, lass mich hier hoch. Wo? Da. Ah, da ist noch einer. Schön. What? Ach so. Oh, meine Güte. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele Seilpfeile man hier einfach verbraucht. Ich dachte, das wäre der Erdturm und nicht der Luftturm. Okay, hier brauche ich noch einen. Das ist sehr gut. Ah, da. Moospfeil. Will sonst noch irgendwas rumliegen? Nein. Haha! Den Luftschlüssel, da ist er doch. Okay, das ist wundervoll. Heißt, ich habe den nächsten Schlüssel und ich kann jetzt prinzipiell hier abhauen. Na? Hui! So, sammle ich mal die ganzen Pfeile wieder ein. Oh, hier muss ich auch wieder hoch. So. Komm schon. So. Hui. Ja-da-da-da-da. Nein. Gib mir mal einen Pfeil. Nein. Ich will nur noch meinen Pfeil haben. So. Und den würde ich auch gerne wieder haben. Den da hinten genauso. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich bin so ein schlauer Mensch. Ja, genau. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh mein Gott. Ist egal. So. Einmal und zack. Zack. Und zack. So, geschafft. Und einmal wieder zurück. Marsch, marsch. Dann habe ich es tatsächlich in diesem Part geschafft, den Erdturm komplett durchzumachen. Ah, nein, natürlich nicht in dem Part, aber komplett habe ich es nicht geschafft, aber ich habe es in diesem Part geschafft, den Erdturm abzuschließen, sagen wir es mal so. Und jetzt geht es weiter, beziehungsweise zurück zum Luftturm. Heißt einfach einmal quasi komplett an die andere Seite. Wie lange laufe ich jetzt hier noch im Kreis? Bis hierhin. Okay, danke. Ich müsste hier eigentlich alles ausgeschaltet haben. Ja. Demnach kann mir hier eigentlich keiner mehr in die Quere kommen. Ups. Wäre natürlich ungünstig, wenn ich jetzt doch noch einen vergessen hätte. Oh, noch ein Moosfall. Wunderbar, aber hier ist eine Sackgasse, oder? Nein, ist es nicht. Doch.
Okay, gucke ich mal. Ich muss hier, glaube ich, irgendwo hoch. Erst muss ich runter, jetzt muss ich hoch. Hier sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das könnte ein bisschen sehr hoch für uns sein. Und ich fürchte auch... Ich mach das einfach so. Hier einmal. Zack und zack und zack und fertig. So. Haben wir das geschafft. Und zurück geht's zum Lufttor. Tür zu, bitte. Hallo, wo ist die Tür? Okay. Tür ist weg. Egal. Ist schon wieder so ein Türverschwinde-Bug. Ich finde das immer mega lustig, einfach wenn die Türen weg sind. Okay. Schnell speichern. Gucken, welche Zeit. Wir sind bei 11 Minuten. Oh, locker. Kriegen wir noch hin. Gut, ich muss nur hier aufpassen, weil hier watschelten sehr, sehr viele Magier und Wachen rum. Nicht, dass ich denen jetzt irgendwie hier in die Arme laufe. Okay, hier ist der Erdturm. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade... Da sind die Stairs, das heißt, ich bin in der Nähe von... Die dann jetzt zum Feuerturm rüber offensichtlich. Nein, noch nicht mit dem Schlüssel. So. Ach nee, hier bin ich glaube ich gerade in der Nähe, beziehungsweise bin gerade in den Hauptturm reingelaufen. Okay, wollte ich aber eigentlich nicht. So, da ist der Feuerturm. Und ich muss jetzt quasi einmal wieder hier rüber und aufpassen, dass mich keiner entdeckt. Ich sehe relativ wenig. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr. Oh, ich meine, ich muss sagen, die Aufmachung der Türme ist ja schon echt cool. Eigentlich gar nicht so übel. Und das hier? Hier geht's rüber. Hier müsste es dann jetzt rüber zum Luftturm gehen. Nein. Jetzt bin ich wieder beim Haupttor. Ja. Aber jetzt geht's hier in diese Richtung dann rüber zum Luftturm. So, hier müssen wir nachher auch wieder hin. Weil, wie gesagt, das Main Gate. Wir müssen ja auch irgendwie wieder raus. So, hier haben wir den Luftturm. Ich muss sagen, in dem Luftturm gefällt mir die Musik ganz besonders gut. Die einfach so entspannend ist irgendwie. Ich muss hier mal ganz kurz hier umgucken, so ein bisschen. So, okay. Wo ist der Luftschlüssel? Das Problem ist nur diese Luftmagier, die gehen einem tierisch auf den Sack. So. Wo läuft er rum? Poke. Der Vorteil ist, dass hier unten immer nur einer rumrennt. So. Zack. Weg mit dir. Der Luftturm ist auch der Turm, wo das erste Mal eine ganz spezielle Waffe in Dark Project zum Einsatz kommen kann, beziehungsweise hier eingesammelt werden kann. Und das hier ist ein Gas Arrow, also ein Gaspfeil. Das ist eine sehr, sehr geniale Waffe, gerade für Leute, die, wie ich, eigentlich nicht töten möchten. Beziehungsweise, die das Ganze auf Experte spielen und nicht töten dürfen. Das ist nämlich ein Pfeil, der die Leute außer Gefecht setzt. Auf Entfernung natürlich, weil es ist ja ein Pfeil, den man schießen kann. Und dabei aber nicht tötet. Das ist sehr, sehr genial. Das ist wie so ein Ausnocken auf die Ferne. Finde ich echt eine sehr coole Waffe. Jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen aufpassen, dass ich hier ein bisschen abtime, wann die Magierfritzen hierher laufen. Das Problem ist nämlich, dass hier unten zwei rumlaufen.
Wenn ich mich nicht ganz irre, müssten die genau da vorne kommen sie. Alle beide. Das ist gerade mein Problem. Ich glaube, die laufen aber komplett hier außen rum. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier bei der Säule verstecke, dürften die mich eigentlich nicht entdecken. Ich muss aber mal ganz kurz, also ich speichere lieber noch einmal richtig, bevor ich jetzt hier dann total Mist erzähle und es im Endeffekt ganz anders ist. Wir sind bei 15 Minuten. So, ich meine, die laufen hier ganz außen rum. Also einmal direkt an der Tür vorbei. Ja, sieht gut aus. Oh, ja. Das ist das Problem. Sobald die mich einmal entdeckt haben, beziehungsweise... Wow. The Earth will protect me. I shall return with others, Rogue. Sorry, dass ich gerade so still war. Es ist einfach ein bisschen aufregend gerade. Das Problem bei diesen Magiern ist einfach, dass dieser Boden so mega hellhörig ist und die einen einfach entdecken müssen. Das geht gar nicht anders, weil... ja, das will ich auch gar nicht. Ach, Gott. Da geht dem lieben Garrett die Puste aus. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich werde auf jeden Fall gleich einen Heiltrank kaufen, das ist keine Frage. Ich heide gar nicht in den Shadows, du Idiot. Mach mal die Augen auf. Wo ist der denn hin? Ach, da unten ist er. Wow. Hey, mach mal Heiltrank. You cannot change my destiny, thief. Mages, you... Okay, danke schön. Puff, okay, Heiltrank bitte, Heiltrank, danke schön. Fünf Stück, passt. Okay, die musste ich jetzt halt auch wieder aus... Weil es ist auf diesem Boden einfach mega schwierig, von denen nicht entdeckt zu werden. Geht das Platforming los und daran bin ich ganz, ganz schlecht. Wie ihr vielleicht schon merkt. So. Ach, hier läuft noch einer rum. Ich hoffe nur, dass der mir jetzt nicht direkt entgegenkommt. Das wäre ein bisschen blöd. Dieser Boden hier ist natürlich auch ziemlich hellhörig, aber... Der Vorteil hier ist, dass er nicht ganz so furchtbar laut ist. Ne? Okay, ich glaube, den Magier hier, den finde ich jetzt gerade nicht. Demnach kann ich ihn auch nur schwer ausschalten. Hier geht's schon weiter. Oh, hi. Aua. Nicht, Mann. Ihr seid doch alle scheiße. Aua. Ich werde sterben. I am unharmed, foolish one. To me, an intruder has come. Nein, das wirst du nicht tun. Hey! So. Und die nächste Heilpotion. Mein Gott. Diese Magier machen mich echt fertig. So, jetzt komm, hier runter, auf. Hilfe! So, geschafft. Also eigentlich, wie gesagt, diese Musik hier finde ich sehr, sehr, sehr entspannend. Halt! Nimm mich mit! Nein, scheiße. Ah! No! Ich habe mir bestimmt wehgetan. Ach, das ist doch alles Kack. So, jetzt nehme ich einfach mit. Noch, ups. Oh, ich habe nicht mehr viele Heilpotionen. Das ist doch doof. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Wo ist denn die... Hä? Hier gibt's doch... Da gibt's die Plattform. Genau. Ah! Ach, ich bin einfach immer ein bisschen zu stürmisch. Das ist blöd. So, ja, hier
geht vieles über diese... Hui, hi, nehme ich direkt mit. Über diese Plattformen halt einfach. Und das ist so ein bisschen, ja, nervig mit der Zeit. Kann ich hier weiter? Muss ich hier weiter? Uah. So. Ja, ich speichere mal ganz kurz. Und guck mal, bei welcher Zeit ich jetzt bin. 20 Minuten, das heißt, ich beende diesen Part und werde im nächsten dann mal gucken, was es hier zu finden gibt. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Schaut auch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!